Moin Moin Leute und willkommen zu einem kurzen Infovideo. Ich habe eigentlich gehofft, dass das Ganze hier nicht unbedingt nötig ist, aber da mich immer wieder Stimmen noch erreichen, obwohl ich schon auf Facebook und Twitter geschrieben habe, dass sich nämlich ein Faker umhertreibt auf Steam, der meinen Namen benutzt und auch mein Avatar und dementsprechend Leute anschreibt und sich Counter-Strike Go Skins erbetteln will, um diese dann in einem Video zu verwenden. Diese Skins werdet ihr wahrscheinlich nie wiedersehen und ich hoffe, dass auch nicht schon irgendjemand darauf hereingefallen ist und dementsprechend dem Skin gegeben hat. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es, wie gesagt, jemanden gibt, der meinen Namen dazu verwendet und deswegen solltet ihr auf jeden Fall die Augen offen halten und natürlich immer, das ist nicht nur jetzt dabei, immer wenn euch jemand im Internet hinzufügt irgendwo, aufpassen, denn es gibt nicht nur nette und gute Menschen im Internet, es gibt auch ein paar Arschlöcher, die wollen einfach, ja, euch entweder irgendwie nur auf den Sack gehen oder euch sogar so um theoretisch, naja, es ist virtuelles Geld. Gut, man kann die Skins auch definitiv zu echten Geld machen, gerade wenn es irgendwie so um Knives geht oder so. Keine Ahnung, ich habe keins, aber... Ja, wir werden jetzt auch zwei geile Kisten aufmachen, habe ich mir gedacht in diesem Video, damit das nicht so völlig random und bescheuert ist. Und da ziehe ich jetzt auch mein dickes erstes Knife raus oder so eine dicke AWP Asimov, die wäre doch auch schon mal ein bisschen was wenigstens wert. Oder so eine AK Red, das wäre auch noch nett. Oh, es gibt sogar einen krassen Nova Skin, aber der sieht kacke aus, ich weiß gar nicht, was der wert ist. Ja, okay, komm, probieren wir es einfach mal. Alter, ich will gleich eigentlich zwei, ja, ich will zwei Kisten haben. Also, beziehungsweise, ich will zwei Schlüssel aufmachen. Es ist schon so eine kleine Sucht mit diesen Scheißkisten, ne? Und bis jetzt habe ich auch immer nur Scheiße drin gehabt. Ich wette, es sind, von diesen Negev-Dingern habe ich auch zwei. Und von den Sandstorm-Dingern habe ich auch zwei. Und, oh Gott, das wird nur Dreck, ey. Ich sehe das jetzt schon kommen. Am liebsten würde ich gerne die Augen zumachen. Und, oh, oh, oh. Ey! Immerhin eine SG-553 Puls. Mann, die sieht jetzt gar nicht so scheiße aus. Und ist auch, naja, nicht unbedingt Factory New, aber gar nicht so der mega schlechte Zustand. Naja, naja, ist wahrscheinlich auch nur so 3 Cent wert. Aber komm, eine geht noch. Ich habe mir eigentlich geschworen, nie wieder Kisten aufzumachen, weil halt immer nur Crap bei rauskommt. Aber hey, go. Gestern auch wieder einen Stream geschaut, wo auch wieder Kisten geöffnet wurden und auch nur... Ja, ja, genau, genau diese verkackte Negev habe ich bestimmt schon 2 oder 3 Mal rausgezogen. Ach, komm, leck mich fett. Naja. Ja, das soll es nur so gesehen zu diesem Video sein. Es gibt, wie gesagt, nur einen echten Steam-Account und der ist auch mit Steam... Community, beziehungsweise ja, steamcommunity.com ID Dead Legacy angegeben. Der ist, und dieses Profil ist weder privat noch irgendwas anderes und ich habe auch keinen Zweit-Account oder irgendwas anderes. Deswegen seid auf jeden Fall vorsichtig, falls der euch hinzufügen sollte, tut den einfach blocken und reporten, das würde mich sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder in den nächsten kommenden Videos. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dann und ciao, ciao.